Vielen Dank. Guten Morgen, liebe Genossinnen, liebe Genossen. Gute Arbeit für Berlin ist jetzt das Thema. Und ich denke, es ist auch Zeit, sich mal wieder mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es die SPD, die CDU, dieser Senat in dieser Stadt nicht gemacht hat und im Übrigen die letzten 2 Jahre nicht gemacht hat. Deshalb haben wir euch heute ein Konzept vorgelegt für gute Arbeit, gutes Leben in Berlin. Als Material liegt es euch vor in dem Reader zum Antrag A1. Mit dem Antrag A1 beschreiben wir euch, wie wir mit diesem Material weiter umgehen wollen, wie wir diese Debatte um gute Arbeit in Berlin weiter vorantreiben wollen. Viele Menschen, wirklich viele Genossinnen und Genossen, aber auch viele außerhalb dieser Partei, haben sich daran beteiligt, dieses Papier zu erarbeiten. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei euch allen bedanken, die ihr mitgemacht habt und damit zur Qualifizierung dieses Papiers beigetragen habt. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, alle reden von guter Arbeit, aber was ist eigentlich gute Arbeit? Wir sagen, gute Arbeit muss existenzsichernd sein, sie darf nicht krank machen und sie muss die individuelle Lebenssituation berücksichtigen. Zu guter Arbeit gehört aber auch, dass sie sozialversicherungspflichtig ist, dass sie tariflichen Regelungen unterliegt, dass es eine betriebliche Interessensvertretung gibt und dass die Tätigkeiten auch den Neigungen und Kompetenzen der Menschen entsprechen. Diese Definition war die Grundlage, von der wir uns bei der Erarbeitung unseres Konzeptes haben leiten lassen. Und wer diese Kriterien nimmt und Arbeit überprüft, wird feststellen, dass die Realität in dieser Stadt eine gänzlich andere ist. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen eine Offensive zur Gestaltung von inklusiven Arbeitsbedingungen, Qualifizierung, Gleichstellung, Zeitsouveränität und Entlohnung starten. Und dafür haben wir Maßnahmen entwickelt, die wir euch heute vorgelegt haben. Wir haben 4 Handlungsfelder vorgesehen. Das erste Handlungsfeld ist Kampf der prekären Beschäftigung, den niedrig- und sittenwidrigen Löhnen und der Leiharbeit. Prekäre Beschäftigungsformen wie Teilzeitarbeit, Minijobs, Leiharbeit und anderes haben in Berlin nach wie vor Hochkonjunktur. Und die vielen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, die in dieser Stadt geschaffen wurden, haben daran nichts geändert. Menschen können nach wie vor von ihrer Arbeit nicht leben und sie müssen aufstocken und viele von ihnen arbeiten in Vollzeit. Und liebe Genossinnen und Genossen, die Arbeitgeber werden für diese miese Bezahlung durch staatliche Lohnsubventionierung belohnt. Frau Nahles möchte das jetzt noch mal ausweiten. Und das, finde ich, ist ein Skandal. Die Beschäftigten bleiben in der Abhängigkeit der Jobcenter. Wir wollen, dass die Bundesregierung die prekäre Arbeit endlich stoppt. Das ist eine alte Forderung, das ist kein Geheimnis. Aber wir sagen auch, in Berlin gibt es Gestaltungsmöglichkeiten durch Regelungen in der Wirtschaftsförderung und bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen kann prekäre Arbeit eingedämmt werden. Harald Wolff als Wirtschaftssenator hat diesen Weg begonnen. Wir wollen, dass er fortgeschrieben wird. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen, dass in dieser Stadt endlich gegen sittenwidrige Entlohnung vorgegangen wird. Auch hier guckt der Senat seit 2 Jahren tatenlos zu. Und wir wollen die Tarifbindung stärken. Tarifverträge müssen von den Gewerkschaften und den Beschäftigten erkämpft werden. Und diese Kämpfe werden wir unterstützen. Aber auch das Land und die Politik hier kann und muss
Überregelungen im Vergabegesetz und der Wirtschaftsförderung, tarifliche Bindung stärken. Auch das muss dieser Senat mehr machen. Öffentlicher Dienst und landeseigene Betriebe, das sind die Felder, wo dieser Senat ganz viel handeln kann. Und deshalb komme ich jetzt zum zweiten Handlungsfeld unseres Landesprogramms, der öffentliche Dienst. Hier hat die Abgeordnetenhausfraktion ein Konzept für den öffentlichen Dienst entwickelt, das einerseits die Bürgerfreundlichkeit und andererseits die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Ob Arbeitsbedingungen für ältere Menschen und altersgerechte Arbeitsplätze, ob die Gleichstellung der Geschlechter, ob der Abbau von Diskriminierung, das ist alles enthalten. Und ich hoffe, dass jemand von denjenigen, die das erarbeitet haben, heute auch noch mal die Möglichkeit hat, dies länger vorzustellen. Mir läuft die Zeit weg, deshalb komme ich auch schon zum dritten Handlungsfeld unseres Konzepts. Beschäftigung schaffen. Ausbildung, Weiterbildung, Qualifizierung verbessern, Diskriminierung abbauen und Vielfalt in der Erwerbsarbeit gestalten. Wir möchten Arbeitsplätze schaffen und wir finden, das Land Berlin hat dazu auch Möglichkeiten. Wir, liebe Genossinnen und Genossen, wollen eine Investitionsoffensive der öffentlichen Hand. Damit lässt sich nicht nur die marode Infrastruktur dieser Stadt aufbauen, damit lassen sich auch Arbeitsplätze, und zwar gute Arbeitsplätze, schaffen. Wir setzen auf Ausbildung, Bildung und Qualifikation für alle. Und ich nehme mal ein Beispiel. Wenn ihr euch die Jugendarbeitslosigkeit in dieser Stadt anseht, werdet ihr feststellen, sie ist nach wie vor hoch. Und zwar sehr hoch. Und wenn ihr euch anguckt, wie viele betriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt werden, dann werdet ihr feststellen, die Anzahl der Ausbildungsplätze ist niedriger und sie wird immer niedriger. Die Wirtschaft übernimmt hier keine Verantwortung. Und deshalb wollen wir, dass es eine Ausbildungsgarantie für junge Menschen gibt. Wer nicht ausbildet, soll zahlen. Diese Forderung ist nach wie vor aktuell und wir wollen prüfen, inwieweit sich eine solche Forderung auch auf regionaler Ebene umsetzen lässt. Viele Menschen in dieser Stadt sind in der Erwerbsarbeit strukturell diskriminiert. Das heißt, ihre Chancen auf Arbeit, ihre Chancen auf gut bezahlte Arbeit, ihre Chancen auf gute Arbeitsbedingungen oder auch ihre Chance auf einen beruflichen Aufstieg sind gering, und zwar unabhängig von ihrer Qualifikation. Dazu, liebe Genossinnen und Genossen, gehört übrigens mehr als die Hälfte der Bevölkerung in dieser Stadt, die Frauen. Frauen wollen ein anderes Leben. Frauen wollen ein ökonomisch unabhängiges Leben, Frauen wollen gute Arbeit und Frauen wollen Karriere und Frauen haben Recht mit dieser Forderung. Wir wollen und haben es euch in dem Material vorgeschlagen, eine Offensive für existenzsichernde Arbeitsplätze und gleiche Aufstiegschancen für Frauen. Hier muss der Senat endlich was tun. Aber strukturell diskriminiert in der Erwerbsarbeit sind auch die Berlinerinnen und Berliner mit Migrationsgeschichte. Wir fordern für alle Eingewanderten und Flüchtlinge eine gelebte Willkommenskultur und eine Starthilfe. Und dazu, liebe Genossinnen und Genossen, ist zentral ein schneller Zugang zum Arbeitsmarkt. Wir haben hier schon mehrmals drüber gesprochen, über die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Deshalb möchte ich an einem Punkt noch mal sagen, wir brauchen
Unterstützungsangebote und Beratung für die Menschen, die sie auch bei der Durchsetzung ihrer Rechte unterstützen. Nur so lässt sich Lohndumping und Ausbeutung verhindern. Und liebe Genossinnen und Genossen, auch Menschen mit Behinderung sind mehrfach diskriminiert auf dem Arbeitsmarkt. Deshalb möchten wir ein Landesprogramm zur Schaffung und zur Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und ich komme zum letzten Programm unseres Konzeptes. Das ist Kampf der Langzeit- und Massenerwerbslosigkeit, neue Perspektiven für Langzeiterwerbslose. Da haben wir euch auch eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen. Ich sage jetzt noch mal was zum ÖBS. Wir halten an dem ÖBS fest. Der Weg, den wir eingeschlagen sind unter Rot-Rot, war ein richtiger Weg. Wir finden aber auch, dass wir unseren ÖBS und die Erfahrungen damit überprüfen müssen und weiterentwickeln müssen. Wir haben mit dem ÖBS existenzsichernde Arbeitsverhältnisse geschaffen. Eine Vorbedingung, und dies möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen, war die tarifliche Entlohnung. Und nur dort, wo es keine Tarifverträge gab, war es der Mindestlohn. Und jetzt mit der Abwicklung der Stadtteilmütter wird diese Frage wieder hochgekocht. Und es zeigt sich auch, wenn unser Weg richtig war, zeigt die Abwicklung der Stadtteilmütter, zeigt die Grenze. Wir waren darauf zurückgeworfen, dass wir uns auf bundespolitische, auf arbeitsmarktpolitische Instrumente beschränken mussten. Und da wird die Grenze deutlich. Für einen ÖBS brauchen wir in Zukunft eine verlässliche Finanzierungsgrundlage. Nur damit lässt sich auch gute Arbeit in einem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor schaffen. Ich soll zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Das vorliegende Papier müssen wir jetzt zu einem Landesprogramm weiterentwickeln, zu einem umsetzbaren Landesprogramm für gute Arbeit und ein gutes Leben in Berlin. Deshalb bitte ich euch hier nicht nur um eure Zustimmung zum Antrag A1, sondern auch um eure aktive Mitarbeit. Vielen Dank.